venezianische Karneval wurde erstmals im Jahre 1094 erwähnt. Nach einem langen Winter sollte der Einzug des Frühlings gefeiert und die Götter um Glück, Fruchtbarkeit und Sonne ersucht werden. Eine Deutung ist, der Name Karneval kommt vom lateinischen Carnevale und heißt wörtlich übersetzt Fleisch, Lebewohl. Diese Bezeichnung kam mit dem Christentum auf und bedeutete die letzte Fleischmahlzeit vor der Fastenzeit. Die Bezeichnung Karneval wurde schließlich für alle Karnevalsfeiern vor Beginn der Fastenzeit am Aschermittwoch übernommen. Im Mittelalter war Il Carnevale die einzige Zeit, in der es keine Klassenunterschiede gab und jeder, ob arm oder reich, sich freizügig und respektlos zeigen konnte. Die Kostüme entstanden aus Traditionen, die bis in die römische Zeit zurückreichten. Auch gibt es im venezianischen Karneval viele verschiedene traditionelle Maskentypen. Die wohl markanteste Erscheinung ist das Kostüm des sogenannten Medico della Peste, des Pestarztes, mit der Schnabelmaske. Einer Maske mit langer Nase, die, gefüllt mit Kräutern und Watte, als Filter gegen Ansteckung, zum Beispiel durch die Pest, dienen sollte. Im Jahre 1797 endete der venezianische Karneval mit dem Untergang der Republik Venedig. Erst im Jahre 1979 wurde er von Künstlern wieder zum Leben erweckt. Er ist sicher anders als der Fasching hierzulande. Il Carnevale ist ruhig und ermutigt den Besucher zum Schlendern über die Plätze und durch enge Gassen, zum Staunen und Entdecken neuer farbenfroher und aufwendiger Masken und Kostüme. Durch die mittelalterlichen Gassen Hals streifen und sich vom geheimnisvollen Spiel der Masken verzaubern lassen. Das gehört auch zu Hagia Venezia. Die Mitglieder von Hagia Venezia fertigen und finanzieren ihre Masken und Kostüme nach venezianischen Vorbildern selbst. Vom eigenen Gesicht wird eine Gipsmaske abgenommen, um davon dann die eigentliche Maske mit Papier und Kleister zu formen und zu gestalten. Sie ist leicht wie eine Haut. Viele Arbeitsstunden fließen auch in die Anfertigung des Kostüms. Den Maskenbauerinnen und Maskenbauern sind bei Fantasie und Kreativität keine Grenzen gesetzt. Heute nun werden Masken und Kostüme im rituellen Maskenspiel belebt. Dabei geht es darum, das Wesen der Maske darzustellen. Die Darsteller schreiten verlangsamt, oft wird in der Geste verharrt. Auch Berührungen gibt es nur scheinbar. Und das Sprechen unter der Maske ist grundsätzlich verboten. Die Geste wird zur Sprache. Hagia Venezia war bereits ein Jahr nach seiner Gründung in Schwäbisch Hall ein großer Erfolg. Viele fantasievolle Gestalten bevölkern seitdem immer 8 Tage vor Rosenmontag die Haller Innenstadt. Inzwischen hat das wunderschöne Maskenfest in den mittelalterlichen Gassen von Schwäbisch Hall eine herrliche Heimat gefunden.